Wo ist der Trine-Bildschirm? Ich weiß es nicht, aber wir kommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Trine vom Studio Frozenbyte. Publisher ist Nobilis und die Erstveröffentlichung, um mal gleich die wichtigsten Dinge des Spieles vorab abzuklären, ist erschienen am 3. Juli 2009. Und freigegeben ab 12 Jahren. Aber das Tolle ist, dass ich nicht alleine bin und die Facecam anhab, sondern ich spiele auch mit jemandem zusammen, und zwar dem lieben Neat Games. Hi! Hallo. Hallo. Und ich bin schon 12, zum Glück. Ah, oh, du bist 12, Gott sei Dank. Ja. Oh Mensch, ich hätte dich, glaube ich, wenn ich es jetzt so merke, noch ein bisschen lauter drehen sollen. Ja. Ihr könnt ja nochmal, Leute, draußen in den Kommentaren schreiben, ob es zu laut, zu leise ist, so dann drehen wir nochmal in Einstellungen rum. Aber ich glaube, er ist ein bisschen leise. Aber ich mal gucken. Sonst mache ich nochmal hier in-game. Warte mal, ich gehe nochmal hier in die Einstellungen. Mach hier ein bisschen leiser, damit man dich besser versteht. Ist sonst ein bisschen... Sehr gut. Ich bekomme von diesem ganzen Hunger. Reden die bei dir auch immer im Hintergrund? Ja. Wir müssen damit man was hört, was man dann hört. So. Ein bisschen leiser. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise, aber mal gucken. So, wir machen, ich mache mal ein neues privates Spiel. Wir haben das Glück, dass wir so eine Super Edition haben von Trine, von dem ersten Teil. Es ist der erste Teil, es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar drei oder der dritte kommt jetzt bald. Und wir spielen jetzt den ersten und wollen dann natürlich uns auch bis drei vielleicht vorarbeiten. Und ich bin jetzt schon drin, ne? Du kannst reinkommen. Okay. Dann komm ich. Das Passwort ist Winkelgasse, Leute, ist das nicht lustig? Ach, und wundert euch nicht, dass ich so rot bin. Ich weiß auch nicht. Ich habe schon in den Einstellungen rumgegurkt. Irgendwie ist der Kontrast so. Also wenn ich in den normalen Einstellungen gucke, ist alles okay. Es ist nur in der Aufnahme jetzt so rötlich. Aber egal. So. Wir warten jetzt mal auf den lieben Neat Games. Da ich ist er auch verbunden. Schon. Du bist vielleicht. Da. Guck mal, da im Jawohl. Hintergrund, da im Hintergrund ist er jetzt schon. Da wuselt er herum. Und dann würde ich sagen, wir starten mal das Spiel. Ich habe jetzt auf normal, oder wollen wir schwer? Normal, oder? Nein, normal. Normal, oh Gott, wir wissen ja nicht, was für Rätsel auf uns zukommen. Eben. Ist nicht, dass wir da völlig überfordert sind. So, dann viel Spaß, Leute. Und ja, wir legen los. Es war einmal in einem weit entfernten das ruckelt aber. Ein blühendes Königreich. Bei mir nicht. Aber bei mir. Aber Friede würde nur so lang währen. Jetzt geht's. Der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Das ist doch kein Horrorspiel, oder? Nee. Ich glaube nicht, aber es ruckelt voll extrem, egal. Führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Okay. Mhm. Gut, dann gehen wir mal in die Astralakademie. Alles war perfekt. Oh, da bin ich schon. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Aha. Ja. Wir sind doppelt. Ja, das ist schon mal schön. Aber wir sehen so gleich aus. Ich dachte, man spielt jetzt verschiedene Figuren. Ja, das dachte ich auch. Aber ich habe aber irgendwie... Ganz unpassend, ich bin rot. Ich habe aber, woran siehst du denn, was rot und blau ist? Oder? Vorne, also unterhalb von den Haaren, bist du gelb und ich bin rot. Ich will nicht gelb sein. Kann ich nicht blau oder grün sein? Gelb Tut ist doch so voll Ups. Wichtige Entscheidungen. So. Okay, ja. Lass uns das Spiel nochmal starten. Vielleicht werden wir dann blau und rot. Nee, aber ich gehe jetzt tatsächlich nochmal in die Einstellung. Ich finde es jetzt etwas zu leise, sorry. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Bisschen... damit es ein bisschen netter und leg ist. Ich habe nämlich gerade gemerkt, die machen mir keine Angst. Ich habe gerade gemerkt, dass die Stimmen doch sehr leise waren beim Erzählen.
Ich habe Erfahrung aufgenommen. Die habe ich jetzt mal weggeschnappt hier. Dunkelheit. Also man kommt ja, also wir haben das noch nie gespielt, muss man dazu sagen. Wir haben gar keine Ahnung, aber wir legen einfach mal hier los. Ich habe jetzt aber die ganze Zeit dieses Controller-Ding, also den Xbox-Controller über der Nase. Hast du den auch? Nee, nee. Bei mir habe ich die ganze Zeit bewegen mit den Pfeilen da stehen. So, ich will das... Nee, das soll mal weggehen. Wahrscheinlich, weil du da links unten irgendwie in dem Loch drin bist. Nein, das ist die ganze Zeit... Oh, jetzt geht's weg. Es war die ganze Zeit da, dass, wie man sich bewegt. Die Erfahrung darfst du dir holen. Ah, okay. Wenn ich hochkomme... Ah, also das, ich glaube, das... Ah, mit dem springt man. Ah! Ja, das kann aber noch dauern, Leute. Jetzt, ah? Jetzt aber. Und was kommt jetzt? Ah, Enterhaken. Boah, das ist aber mal Tomb Raider-mäßig. Das ist Tomb Raider-mäßig, ne? Jo. Das finde ich ganz cool eigentlich. Wart mal auf dich. Oh, da oben ist ja nochmal so ein Teil. Oh, das ist nicht meins. Meine hat gerade irgendeinen Pfeil abgeschossen. Moment, wenn ich... Ja, das können die. Das kann man im Menü schon machen. Hast du das im Menü ausprobiert? Nee. Im Menü, wenn du das Spiel startest, da kann man auch schon lustig irgendwie das ausprobieren. Oh, das gibt's doch nicht, dass ich jetzt hier... Ach so, man muss sich da hinschwingen, um es zu holen. Na, jetzt... Oh Mann, ich bin so blöd. Komm, wer es zuerst kriegt, mal zuerst. Ach so, du musst jetzt hier einen Contest machen. Benutze ich krieg's nicht hin. Ah, Moment mal. Oh Mann, das ist... Kann ich meinen Enterhaken nicht benutzen? Mit RT. RT, ja. Ah, jetzt, Oh, das regt mich voll auf. Aber so richtig will meine RT-Taste. Wie kriegst du denn das mit dem Pfeilschießen hin? Mit dem rechten Stick. Mit dem rechten Stick einfach bewegen. Ah. Und dann loslassen quasi. Wenn ich dich abschieße und so. Du kommst, du kriegst es nicht. Du tust alles, um zu verhindern, dass ich da hinkomme, oder? Oh Mann, man kriegt ihn aber auch irgendwie nicht, ne? Und so immer alles zufällig dran vorbei. Und sowas nennt sich Freunde. Ja, ja, klar. Oh Mann, also wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, wie sollen wir denn das Spiel schaffen? Das geht jetzt echt gar nicht. So. Bin ich abgeprallt. Tschüss, ich gehe. Also. Das ist alles Übung, Leute, damit wir später im Spiel dann die richtigen Bösewichte so... Ich habe jetzt direkt durchgeschossen. Ja, durchschießen hilft da wahrscheinlich nicht. Mein RT... Ach so, den muss ich länger gedrückt halten jetzt, damit er... Ah, knapp. Also kurz antippen hilft nicht bei dem RT, da muss man gedrückt bleiben. Schwinge und lasse los. Man kann sie auch länger und kürzer sein, guckst du? Ja, das ist mein Problem gerade. Ich weiß nicht, ob man das nicht kriegen soll. Ah, komm. Ah, sicher muss man das kriegen. Meinst du? Das ist voll verarscht. Das soll man kriegen, aber wir wahrscheinlich nicht. Ah, komm, das war doch richtig knapp. Wir hängen jetzt hier 30 Minuten zum Kack. Sorry Leute, das ist jetzt wirklich der Tutorial-Part. Hallo, jetzt hängt sie da fest. Hui, was machen wir jetzt? Schwestern. Nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Zusätzliche Spieler können dem Spiel beitreten, indem sie auf ihren Controller Start drücken. Man kann auch noch andere kommen. Wenn jemand Bock hat. Oh Gott. Hallo? Ich glaube, du musst mich retten. Ich komme hier nicht mehr weg. Musst dich retten? Nee, okay. Ich komme auch alleine klar. Oder? Und da jetzt drüber schwingen über dieses Beil oder was. Yeah, ich habe es geschafft. Okay. Und da wartet wieder und noch mehr Erfahrungsflaschen, die wir nicht kriegen. Der Enterhaken greift nur auf hölzerne Oberflächen. Ich glaube, die sind auch nicht so wichtig. Oh, jetzt will meiner zurückspringen, meine zurückschwingen. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Bei mir hat er gerade was erzählt, der Erzähler. Ja, ich habe es gehört. Ach so, ja. Hast du es auch bekommen? Ich habe das nur gehört. Ich hänge hier immer noch fest. Ich sollte vielleicht mal die richtige Taste drücken. Ja, danke. Wieso kann ich keinen Haken mehr machen? Weiß ich auch nicht. Aber das Seil da oben kann man doch bestimmt durchschießen, oder? Schieße mit dem Bogen. Aha. Meine Erfahrung. Alexis schnappt sich's wieder, na klar. Ja, dann kannst du ja auch hier. Ist was für dich. Kannst du dir irgendwie holen, ne? Viel Spaß. Danke. Oh Mann, das muss man doch auch hier. Das kann man doch auch runterschießen, oder?
Die kann man nicht. Ich glaube, die kann man nicht abschießen. Da muss man irgendwie. Nee, na, man muss da rankommen. Und hier ist ja noch so eine Buddel. Da kann man doch bestimmen, vielleicht die. Kann man denn diese Leuchtteile kann man auch nicht abschießen? Ja. Also das Tutorial, sieht man schon, ist hier sehr... Aber ich finde es eigentlich auch ganz nett, dass jetzt nicht so viel Tutorial-Gequatsche oder so ist, weißt ja, du? Sondern dass man auch so ein bisschen einfach random drauf losgeiern kann. Guck mal, vielleicht kann man den ja noch abschießen. Und dann eine halbe Stunde lang hier an einer Boden tut. Ich habe auch da jetzt so... Hä, wie kommt man denn da ran? Also meinen Enterhaken kann ich hier gar nicht mehr benutzen. Ne, ich auch nicht. Ich habe es auch schon versucht. Such mal hier. Nee, also erschüttern lässt das sich auch nicht. Also irgendwie. Gut, dann so. Tschüss. Wir sitzen ja, doch. Irgendwie, also ich meine. Ja. Lass dich vor. Ich lass dich mal als erstes sterben. Oh. Oh, oh, guck mal, Gold. Ah. Gold. Toll. Ja. Der Altar. Ich habe ihn. Ich hab ihn. Ja, wir haben ihn. Ich hab ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Schicksal hat dich ergriffen. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Wie einen zweiwöchigen Schlaf. Ich bin blau. Ich bin blau. Ja, schön. Yeah. Gelb schon wieder. Okay. Ja, jetzt sind wir ein paar doofe Zauberer. Warum kommen denn die Zauberer gut bei den Frauen an? Hä? Also komm. Also, ja, olle Opa-Zauberer hier. Magie natürlich. Das bewegen den Cursor auf ein Objekt. Ah, okay. So, dann wollen wir mal hier. Ist auch nicht. Guck mal, was ich machen kann. Bui. Ach, du kannst da. Ah, man kann Kisten bewegen, oder? Ja, jetzt kicke ich hier alles runter. Ich weiß zwar nicht, was ich hier mache, aber. Alles kaputt. Ja, das habe ich da jetzt mal hingetan. Kann man sich nicht was Geschicktes bauen? Dass man da hin kann? Aber ich weiß es nicht. Ah, wir könnten uns gegenseitig die Kisten zuwerfen, sozusagen, mit Magie. auf dich drauf. Ach, schön. Mein Zauber... Nein, nicht... warte, ich wollte den doch darauf tun, damit man da... Auch. Ja, das bist ja du, der dann da... Ja, natürlich bin ich das. Ich wollte jetzt hier so eine Treppe bauen mit diesen drei. Ja, ich auch. Guck. Ach so, machst du das. So. Man sieht, dass du mehr Lego-Erfahrung hast als ich. Das hat doch nichts mit Lego zu tun. Ja. Und auch mit Klötzchen. Oh, ich nehm immer die ganzen Tränke weg. Guck mal, da ist noch ein grüner, den kannst du haben. Ich mach dir auch die Kisten weg. Mit Magie. Irgendwie, ich kann jetzt hier aber um... Achso, du bist oben und oben kommt man zwar nicht weiter, aber... Wow. Vorsicht! Ja, da du musst da oben rauf. Ja, ich muss links rauf. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ja. Ich bin halt nicht... Nicht so ein geschickter Zauberer wie du. Oh, guck mal, ich kann ein A zaubern. Sozusagen, während du kommst. Mach dir auch nochmal den... Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ah, noch okay. Eine Kiste. Ich brauche dann die Kiste. Ah, nee, na. Was machst du da? Keine Ahnung. Hol dir mal den Trank jetzt hier. Mich ungeschickt anstellen. Nimm du die Flasche, bis ich da oben bin. Schade, dass ich dich nicht mit der Kiste hoch manövrieren kann. So, jetzt musst du da raufspringen, auf das Flackerding hier, wo die Lampe dran ist. Ja, eben, genau. Das rauf ist, jetzt. Das. Spring doch einfach. Ja. Worauf wartest du denn? Aber das ist mal eine schöne Kiste, die du da hast. Ja, die habe ich selber gezaubert. Ach so. Toll, ne? Und toll, doch. Ja, doch. Ah, ach so, okay. Wenn man das lange genug macht. Ja.
So, kommst du oder? Wie macht man das? Ich weiß nicht, ich hab ganz lange irgendwie, hier ist noch ein blauer Trank, den darfst du auch haben. Ich hatte schon einen. Ich hatte auch schon einen grünen und einen blauen, jetzt kriegst du auch einen. Aha. Was du schon alles hattest. Ui! Zeichne so. Ein Quadrat und lasse los. Du sollst in den blauen Trank gehen, sonst nehme ich den. Wo ist der blaue Trank? Geh jetzt, direkt vor deiner Nase. Himmel. Oh, was hast du denn gemacht? Das ist Torgor. Den blauen Trank genommen. Du den grünen. Und da oben ist noch ein grüner. Ach so, jetzt kann man aber... Ja, jetzt wollte ich gerade so einen Haken wieder machen. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Ja, was machen wir denn mal? Wir machen... Oh, neue Kisten. Ach so, ich kann das immer... Ach, man kann hier die Kisten beide drauf, weißt du? Ja. Wenn man... Stell du dich mal da drauf. Passiert dann noch was? Oder hatten wir das schon? Hier auf den anderen Noppen. Ich stehe auf einem Kreis. Ach so. Und du... Weißt du? Passiert dann was? Haben wir damit zufällig das Tor hier geöffnet gehabt? Wahrscheinlich. Ja, ne? Haben wir gar nicht mitbekommen. Wir sind halt einfach so gut, wir können das auch unterbewusst. So, was kann man denn jetzt mal machen? Ah, guck mal, ich kann das mit Magie hier runterholen. Ah. So. Kann ich dir da helfen? Ich bin zu weit unten, glaube ich. Ich glaube, ich bin... Uah! Oh. Ich kann Kisten zaubern. Die brauche ich. Das ist jetzt im Augenblick gerade sehr hilfreich. Warte, ich mach da ein Podest. Vielleicht müssen wir da zusammen irgendwie zaubern. Ja, vielleicht müssen wir auch zusammen hier rauf, auf das Ding. Ja. Ja, das mit dem Rauf ist... Ach. Ah, jetzt. Ja. Oh, nee. Bin ich auf einmal grün geworden. Zeichne ein Quadrat und lasse los. Ach, so macht man die Kisten. Ja, indem man ein Quadrat zaubert. Quadratkisten. Kann man das nicht so ein bisschen so? Du kannst das... Oh. Und ich schmeiß es runter. Ach komm hier. Ich bin immer fast oben. Lara würde sich da einfach hochziehen dran, aber der Zauberer kann das natürlich nicht. Du bist viel geschickter als ich. Ich sehe schon. Ja. Jetzt da. Warte. Komm wieder runter. Warte, ich zieh runter und du springst drauf. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Ja. Muss ich den runterholen? Ja, du musst... Ich hab's geschafft. Sehr gut. So. Musst du das auch machen? Weiß ich nicht. Wo müssen wir denn weiter? Du bist weiter vorne als ich. Oder müssen wir unten weiter? Weil unten ist irgendein Tor aufgegangen. Aber da oben ist noch ein grünes Erfahrungsdingens. Was ist noch ein Erfahrungsdingens oben? So ein grünes Ding. Die Krise mit dem Sprung. Helf mir selber. Oh, ich komme nicht dran. Muss ich dich hochziehen vielleicht, damit du rankommst? Nee, das schaffe ich ja eigentlich prinzipiell auch alleine, aber ich helfe dir jetzt auch mal. Wir helfen uns quasi gegenseitig. Komm mal rauf. Aha. Nee, das mit dem Rauf ist bei mir so ein Problem. Ich merke das schon. Stell mich an wie der Letzte hier, das ist unglaublich. Er will immer hoch und dann kann man da einen Doppelsprung machen oder so. Ach, das ist aber auch, als ob man richtig wirklich dran ziehen muss. Das Problem ist, dass es von alleine wieder hochgeht. Ich kann das nicht so lange. Mach dir doch noch eine Kiste. Guck mal, ich mach dir hier eine Kiste hin. Na, ich weiß auch nicht, aber ob man zwei Kisten machen kann. Da, jetzt hast du was zum Raufspringen. Ja, aber jetzt fehlt sie unten. Ach so. Aber da unten kannst du dir doch auch eine hinmachen. Na, jeder kann nur eine Kiste zaubern. Ach so. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich das nicht in 15 Millionen Jahren dann doch einmal schaffe. Jetzt. Wieso? Er tut immer so, als würde er dann gleich hochklettern. Bin ich auch langsam nicht mehr ganz so rot, weil die Sonne im Hintergrund ein bisschen untergegangen ist. Ich bin so ein bisschen rumdrehen. Nee. So. Nee. Yeah. Aber eine kleine kann ich zaubern, aber dann ist die große weg. Ja, endlich. So, und jetzt bleib da bitte. Ich bleibe. Und das ist aber jetzt schon sehr bequem. Ja. Dankeschön. Bitteschön. So. Jetzt kommst du hier rüber. Jetzt müssen wir aber wieder hoch eigentlich, weil... Ach so, hoch. Aber, weil da oben rechts, frage ich mich, wenn wir jetzt hier eine Kiste bauen, kommt man da vielleicht dann ran? Meinst du? Ja, wenn wir uns zwei Kisten hier jetzt basteln. Ja. Oh nein, ich brauche doch deine Kiste. Warte, aber vielleicht kann ich ja, wenn ich weiter unten bin, vielleicht kann ich dir da ja eine Kiste da oben hinzaubern. Ja, das kannst du mal machen.
die Magie. Ja, aber sie erscheint natürlich nicht da, wo... Nicht bei dir, sondern bei mir. Ich hab's geschafft, guck mal, es geht auch mit einer. Oh. Sehr gut. Ich hole mir das mal frecherweise. Oh, jetzt kippt das Ding auch runter hier. So, dann komme ich jetzt runter, dann können wir weitergehen. Ja. Das war schnell weiter. In ein schimmerndes Licht am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Wie habe ich ein Déjà-vu? Oh. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert. Jetzt sind wir fette Klopsritter. Zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem. Okay, mit dem kann man alles kaputt hauen. Wir sind also eine Art Beschützer jetzt oder so. Nee, wir können einfach mal so können wir machen. Wenn du jetzt auch noch hier raufkommst, wird es vielleicht schwer genug. Worauf? Ah, kann man da einfach. Ach, da kann man einfach hochlaufen. Ah, jetzt habe ich das frei gemacht. Ja. Toll. Ups. Wie, wo? Den da unten kannst du dir holen, den grünen, dann hol ich mir den schwierigen da hinten unten. Nee, ich bin auf der anderen Seite, ich komme da nicht mehr rüber. Du kannst doch kannst du nicht einkloppen? Nee. Ich will jetzt aber hier nicht weg, hier sind ganz viele Erfahrungspunkte noch. Ja. Hier unten kann man lang. Bin jetzt unten. Ich komme da nicht mehr zurück, ich bin schon über die Rampe gegangen. Ja, das weiß ich, das habe ich doch gesehen. Ich überlege nur gerade, was ich machen kann. Oh, ich habe hier eine Feuerfalle. Oh, oh. Blockiere mit dem Schild. Ich meine, du sollst da auch hin, aber ich frage mich gerade, wie man hier an die Erfahrungsdinger noch rankommt. Hier ist eine Feuerkanone. Nimm dich in Acht. Oh. Jetzt bin ich erstmal in Sicherheit. Weiß nicht, was du da machst, aber hier oben muss man ja irgendwie rankommen können. Aua. Ach, ich hab's zerschlagen. Okay. Ja, ich schnapp mir hier echt viel Erfahrungsgeschichten. Ich hoffe, du sammelst da noch was ein. Egal. Eins habe ich vom Regal gekickt, aber an das andere komme ich nicht ran. Ich glaube, da sind zwei für uns beide. Deswegen kriege ich den einen. Der andere ist für dich. Weißt du, du musst nochmal zurückkommen. Jetzt bin ich auch da. Ah, jetzt bist du auch da. Du kannst doch aber bestimmt hier drauf springen, oder? Nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Habe ich schon probiert. Was hinschieben geht auch nicht. Nee. Wieso mit einem Doppelsprung? Mach einen Doppelsprung. Doppelklicken. Warum geht es bei mir immer nie? Bei dir geht das immer so toll. Dein Controller kann viel besser springen als meiner. Jetzt musste ich so ein bisschen, glaube ich, an den Wänden so abstützen oder ich weiß auch nicht, jetzt krieg ich es auch gerade nicht mehr hin. Vielleicht muss man es einfach im richtigen Augenblick. Ah, jetzt habe ich es, okay. So. Ja, man muss sich nicht einen Doppelsprung machen, sondern man stützt sich so ein bisschen an der Wand ab, damit er noch höher kann. Und hier musst du oben mit dem Schwert gegenkloppen gegen das Regal. Wo oben? Da über dir, da ist das grüne Fässchen. Wie kann ich da mit dem Schwert? Hochspringen und dann so. Ah. Mit X. Ja, schon klar. Schön hoch und... Was im Augenblick habe ich einen riesen fetten Controller in meinem Blick. So.
So. Er das kann einfach alles. Nicht hoch genug springen. Nein, ich bin ja fett und unbeweglich. Ich hoffe nicht in Wirklichkeit. Also ich springe und schlage. Nee. Ja. Dann hol du es runter. Also ich weiß nicht. Kannst vielleicht auf mich drauf springen? Nee, geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich hab's ja auch alleine schon runtergeholt. Da war ja noch ein Fässchen und das hab ich schon. Oh. Ich glaube, das ist für dich. Das kann ich nämlich nicht runterholen. Aber ich... Du musst so hoch, dass du da einmal gegenkommst. So wie ich jetzt so. Pam. Dann sieht man ja auch den Staub. Du bist voll so ein kleiner so... Ja, du kommst einfach nicht so. Hoch genug. Was denn das, ey? Gibt's auch mal einen Controller. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann komm. Gib's einfach komm, mal auf Klopsi. Controller. Komm, Fetti. Jawoll. Wo? Tja, was machen wir denn jetzt mal? Ach, du hast ein Schild. Wie benutzt du das? Ja. Einfach mit dem rechten Stick nach rechts praktisch. Ach dann so. Kannst du blockieren. Genau. Ich meine, da oben ist auch noch eins, aber da habe ich versucht ranzukommen, aber... Warum habe ich da immer einen riesengroßen Controller mitten im Bild, da wo ich gerade hingucke? Ja, weil das habe ich auch immer. Das ist Blocke mit dem Schild. Und wenn du das dann machst und so, dann geht das auch irgendwann weg. Aber bei mir geht's auch nicht. Also bei mir geht's mal weg und kommt wieder. Das nervt ein bisschen. Jetzt kommt's. Versuch doch mal da oben drauf zu springen. Hab's. So. So, jetzt hast du schon wieder nicht bekommen. Tut mir so leid. Macht nix. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Aha. Jetzt sind wir zu dritt. Oh, wir haben eine Errungenschaft bekommen. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären. Aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen Cut und sehen uns im nächsten Part von Trine oder Neat Games. Ich glaube, das reicht erstmal für den ersten Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Genau. Jo. Genau. Ciao. Okay, tschüss.